Hallo Freunde, hier ist Arin und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch Spargel, beziehungsweise macht das der Manuel. Den seht ihr jetzt in der Kamera gleich. Und dann haben wir noch den Bernd da und die Ilona da. Die gucken einfach nur zu, weil der Bernd hat gerade einen Biskuitteig gemacht und die Ilona führt eigentlich die Regie. Die will nicht in der Kamera stehen, ne? Aber so ist das halt. Zu den Spargel. Nochmal vorhin rein weg zu sagen, wenn ihr bei mir mal auf Playlist geht, da habe ich Menge Gerichte mit Spargel, wie zum Beispiel Spargel Cordon Bleu, Spargelsalat oder auch Spargel überbacken. Also ihr findet da ganz viel und so auch, wie ihr die Hollandaise findet und wie ihr auch nachher noch eine Spargelsuppe findet. Das findet ihr alles in der Playlist, das werde ich euch noch verlinken und so habt ihr alles zusammen. Hier noch ein paar Bilder zu meiner Playlist, was ihr da findet, ne? Spargelsalat, Spargel überbacken, so wie mit Schnitzel oder auch als Cordon Bleu und Hollandaise. Aber Hollandaise und Spargelsuppe kommen auf jeden Fall nachher noch als Extrafilm in den nächsten 2 Tagen dazu. Gut, jetzt kommen wir dann zu den Zutaten. Ah nee, halt. Genau, Manuel habe ich schon vorgestellt. Ne? Das ist Manuel da drüben. Ne? Ne? Maske hat auch schon kurz runter. Jetzt muss man ja wieder hochmachen wegen Corona. Abstand halten wir sowieso alle. Aber wir sind ja mehr wie eine Person im Raum, also hoch. Folgende Zutaten, der Manuel zeigt uns das. Und zwar brauchen wir natürlich Spargel, ganz logisch, ne? Und wir haben schon ein bisschen was vorgeschält und da seht ihr auch schon die Schale davon. Genau, ja, nicht wegwerfen, ruhig wieder reinpacken. Ne? Weil wir wollen die noch behalten. Daraus machen wir später eine Spargelsuppe, die kommt auch als extra Film. Dann habe ich noch Grünspargel, den brauchen wir nicht groß schälen, da brauchen wir nur unten nur die Enden abschälen. Genau, nehmen noch ein kleines Stück davon. Dann machen wir dazu ein bisschen Schinken, ein bisschen Schnitzel und noch ein paar Salzkartoffeln und dann natürlich noch eine Hollandaise. Das mit dem Schinken ist so, ne? Ich habe so ein dickes Stück geholt hier. Und wir haben hier leider keine Maschine bei uns, deswegen muss ich das mit der Hand schneiden. Deswegen habe ich mein Messer mal mitgebracht, weil das scharf ist. Ich weiß nicht, ob ich das so dünn hinbekomme, oder sonst würden wir das ein bisschen dicker essen. Ne? Gut, weitere Zutaten ist Butter, Zitrone, Salz und Pfeffer. Und dann könnte man noch eigentlich Weißwein nehmen, aber wir arbeiten hier ohne Alkohol und daher nehmen wir dann vielleicht einen Schuss oder Essig mit rein oder in dem Fall, was ich immer besser finde, ist halt frische Zitrone. Das schmeckt nachher wesentlich besser. Gut, wir fangen jetzt erstmal an. Ach ja, es geht auch darum, um zu zeigen, wie einfach das eigentlich ist. Der Manuel hat dieses Gericht noch nie gemacht, der hat auch noch nie Spargel geschält. Ich habe ihm eben 2 Stangen nur gezeigt, mehr hat er noch nicht gemacht und jetzt wird er die anderen 5 Stangen schälen und versuchen auch so zu halten. Du musst den nehmen, entweder den oder den, probier mal mit den erstmal. So, er hält sich den Spargel oben zwischen den Fingern. Oder warte mal, lass mich mal ihm einmal einen vormachen, nur wegen der Erklärung und er macht das dann nach. Ihr haltet euch den Spargel oben am Kopf fertig und dann müsst ihr sehen, entweder habt ihr so einen richtigen Spargelschäler, nehmt so einen oder wir haben hier so einen von der Ilona bekommen, die hat uns den besorgt. Das muss ich nochmal richtig rummachen. So, und dann zieht er und das alles ganz langsam. Er muss das hier auch nicht schnell machen. Jetzt könnt ihr sehen, jetzt ist hier eine Naht. Okay, hier könnt ihr sehen, habt ihr die Naht. Dann setzt ihr wieder daneben an. Oh, der ist schon gebrochen, glaube ich. Muss ich aufpassen. Und dann wieder daneben. Ja, der ist mir abgebrochen. Ich erzähle gleich nochmal was zum Spargel nochmal. Aber der ist hier gebrochen. Hier kann man das merken, da ist er gebrochen. Und normal sagt man, das ist holzig. Das Stück ist nicht holzig, zeige ich euch auch gleich. Weil das ist frischer Spargel. Das ist der erste Spargel, den ich von unseren Bauern bekommen habe, der uns das beliefert hier. Und dann schält ihr das einfach hier runter, dass er jetzt gebrochen ist, was passiert. Ihr werdet das gleich noch sehen bei Manuel. Und wenn ihr mal einen nicht habt, dann müsst ihr einmal noch einen nachziehen. So, jetzt haben wir den geschnitten. Und jetzt machen wir den natürlich hier auch nochmal. Der ist abgebrochen. Früher hat man gesagt, das kommt mit in der Suppe rein oder sonst was. Nein. Frischer Spargel ist nicht holzig. Vielleicht sagen andere Kollegen was anderes oder sonst was. Ich sage einfach, ist nicht so. Ich habe es mal im Laufe der Zeit, wurde mir das mal gezeigt und dann ist gut. Das eine Stück, das kleine Stück, das schneiden wir einmal grob weg, das kommt in der Suppe rein. Der Rest, den könnt ihr, wenn ihr den wirklich hauchdünn schneidet, der muss wirklich ganz dünn, dann könnt ihr den als Salat essen. Der ist knackig, der ist nicht holzig, weil das ist frischer Spargel und der ist nicht holzig. Und einfach nur so schön frisch runter und dann ist gut. So, in diesem Fall, den könnt ihr jetzt mit als Suppeneinlage nehmen, machen wir auch. Und den könnt ihr auch wirklich, wie gesagt, ich habe so einen Salat oben, den habe ich zwar mariniert, aber das könnt ihr auch roh essen. Jetzt kommt der Manuel wieder und zeigt euch weiter, wie das mit dem Spargel ist. So Manuel, ganz langsam, du hast Zeit, kein Stress, von oben nach unten, zieh nicht den Kopf, halt!
immer kurz hinter den, entschuldige, immer hier hinter den Kopf anfängen. Der Kopf ist das Geilste. Das essen eigentlich bei Schwagelsuppen nur die Köche. Genau, von da an, da ist so. Ne? So, schön langsam runterziehen und nicht den Kopf abschneiden. Wo der Daumen ist, fängst du an. Genau. Und ein bisschen mehr drücken. Ja, ja, also da muss ein Gefühl, siehst du, Ilona hat das eben auch schon gesagt, ein bisschen mehr drücken. Sonst nimm den anderen, wenn du das mit denen nicht kannst. Aber gut, das ist, wie gesagt, das ist das erste Mal. Er hat das noch nie gemacht und dafür ist das eigentlich gut. Und immer drehen und die nächste Nadel. Du musst den drehen dabei, den Spargel. Du hast, guck mal, du machst, ziehst immer in einer. Ja, das sehe ich, dass du das drehst. Von hier bis zur Tür. Nee, jetzt gehst du wieder zur anderen Seite. Du musst zu einer Seite drehen. Zu einer Seite drehen. Immer nur links rum oder nur rechts rum. Ja, oben ist ja gleich ganz dünn, aber mach nichts. So, weiter hast du? Ja. So, jetzt, achso, was ich nicht gezeigt habe, komm noch her, dass wir das erste Stück immer ganz die kleine Spitze vorne abschneiden. Am Schluss so. Genau, halt, warte, fang hier an, da an. So, und dann drehst du dir den einmal nach rechts oder nach links, aber dann nur immer in der Richtung. Genau, und dann immer die Naht, da ist die Naht. Genau. Und, weil ich gehe noch mal näher ran. Nicht an den Kopf. So, ich gehe noch mal näher ran. So. Und dabei drehen. Nach jedem Ding einmal drehen. Und dann nur einmal rum und nicht mehr. Und dann hast du eigentlich alles erwischt. Oh, so sieht das, was ich jetzt hier sehe. Auf der anderen Seite sieht das doch gut aus. Sehr gut. So. Jetzt. Wenn du nach unten gehst, da kannst du sogar noch mehr aufdrücken. Ja, unten ist er natürlich stabiler. Da hat er die Ilona recht. So. Genau, und jetzt machst du die anderen beiden auch nochmal. Das spulen wir auch nicht vor, weil es ist ja, wer das noch nie gemacht hat. Ich habe noch einen Film oben, Schnurspargelschälen, den könnt ihr euch auch angucken, verlinke ich euch natürlich auch. Aber das ist jetzt im Zusammenhang mit Spargel kochen und damit ihr das auch gesehen habt, wie einfach das eigentlich ist und dass das einer gerade macht, nicht negativ gemeint, aber der das noch nie gemacht hat. So, wenn du jetzt noch siehst, eine kleine, nicht, ja genau, nicht zu doll, so. Und wenn du dann noch siehst zum Beispiel einen Faden hier, so wie hier, siehst du, dann ziehst du den noch runter, ne? Den habe ich gar nicht gesehen. So. Ja, deswegen trage ich eine Brille. Ne? Willst du mir damit was sagen? Nein, gar nicht. Lass den Kopf heilen, das ist das Beste von allen. Und nach unten zum Ende mehr aufdrücken. Ne, da ist er gerissen, also sowieso, okay. dann brichst du den da auch gleich ab. Jetzt zum Schluss. So, siehst du, er bricht alleine ab, aber mach nichts. So, das Stück nimmst du dir auch raus und schälst den auch nochmal. Ist er sauber? Geh nochmal einmal durch, lieber, das ist immer besser. Wie gesagt, das ist... So, und dann kommt noch dazu, Leute, ihr könnt euch den ganzen... geschält kaufen und die Schale bekommt ihr dann meistens mitgeliefert. Bei uns auf dem Wochenmarkt in Rahlstedt, wo ich immer Spargel hole, da wird er geschält, weil ich habe ja auch keine Lust, ich mache das jetzt als Film, nur wenn ich eine Suppe haben will. Ne? Aber wenn ihr den vom Bauern bekommt, dass die Schale extra ist und geschält, ja, dann würde ich mir die Arbeit auch sparen. Ne? Aber so zum Zeigen, man soll das ruhig da wissen, wie das geht. Das Ende schneidet ihr einmal ab da hinten, genau. So, jetzt haben wir das so fertig. Und jetzt packen wir die Schale erstmal beiseite, dann machen wir später eine Suppe von. Wir werden das jetzt so machen, dass wir uns den Spargel jetzt gleich abkochen und wir machen die Kartoffeln und den Schnitzel, packen wir jetzt erstmal alles beiseite. Ach nee, halt, jetzt noch einmal kurz zum Grünspargel. Den Grünspargel. Grünspargel waschen ist klar und den braucht ihr einfach nur hier unten abziehen, nur hier unten schälen und sonst braucht ihr nicht geschält werden. Aber das ist kein Deutscher, der kommt aus Italien, ich weiß auch nicht, wie alt er ist. Unten nur abschälen, das reicht schon. Und dann kommt das alles auch in eine schöne Schüssel rein, wenn ich eine hätte. Den Rest mache ich auch so. Wir machen das mal einfach. Ich schnippel mir ihn hier weg. Zack. Und dann machen wir nur dieses Stück hier unten ab. Und dann könnt ihr hier sehen, dass er hier noch saftig ist. Und dass er hier auf dieser Seite immer noch trocken ist. Also ihr könnt sehen, wie weit das reingeht. Der ist immer noch trocken. Also deswegen, aber wie gesagt, der kommt so aus Italien. Ich weiß nicht, wie alt der ist. Oder aus Spanien war das sogar. Weiß ich nicht. Also kein Deutscher. Aber der ist einfach, zack, der bricht sich hier oben ab. Okay, den haben wir jetzt auch geschält. Jetzt machen wir uns Platz hier.
und dann kochen wir uns dann den Spargel. Und den Grünspargel, den braten wir uns. So, wir haben den Topf mit Wasser aufgestellt. Der fängt gleich an zu kochen. Dann, den würzen wir jetzt erstmal. Und zwar nehmen wir Zitrone, die drücken wir einfach voll rein, auch wenn die Kerne mit reinfällt, ist es egal. So einfach mit rein, bisschen was Säuerliches. Dann machen wir das Butter dazu, das ganze Stück Butter. Dann Salz, Pfeffer. Und nochmal dreimal so viel. Das Wasser muss leicht überwürzt sein. Nochmal so viel. Wenn du dabei gehst, habe ich kein Gefühl. Warte mal. So, nimm mal ein bisschen Salz. Einfach. Das war jetzt so ein bisschen Salz, Pfeffer und jetzt kommt nur Salz rein. Langsam, langsam. Ja, weiter. Weiter, weiter, weiter. Gut. So, das Wasser ist jetzt leicht überwürzt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Zucker rein. Aber nicht allzu viel erstmal. Ich guck mal, Manuel. So, ein bisschen mehr ist auch nicht so geizig. So, so ist gut. So, jetzt muss das gern. Wir nehmen noch die andere halbe Zitrone auch noch dazu. Also haben wir eine ganze Zitrone, den Saft da drinnen. Auch bisher ein ganz süßer, ne? Ja, ich sowieso. Ich sowieso. Das Wasser kocht gleich. Dann packen wir den Spargel rein. Dann lassen wir den aufkochen. Ungefähr 2 Minuten köcheln lassen. Und dann stellen wir den aus und lassen ihn 10 Minuten ziehen. Und dann habt ihr eigentlich in der Regel den perfekten Spargel. Ich sag in der Regel, weil das kommt natürlich immer darauf an, ob ein dicker Spargel, dünner Spargel. Ich würde immer versuchen, so mittleren Spargel zu nehmen. Aber wenn ihr das einfach so ziehen lasst, dann geht er nicht kaputt und gar nichts, wird nicht matschig. Um festzustellen, ob Spargel frisch ist, das heißt, wenn ihr hier drauf drückt und Saft kommt raus, aber, oder wenn ihr gegeneinander, dann muss es quietschen. Aber es geht natürlich nur, wenn die Schale dran ist. Das habe ich natürlich vergessen, euch zu zeigen. Das geht jetzt natürlich noch nicht. So. Also wir mussten eben gleich nochmal 2 Stücke raussuchen, die Manuel nicht ganz so schön geschält hat, was aber auch nicht schlimm ist. Er hat das erste Mal gemacht. Und ich hätte ja besser aufpassen können, weil es hat ja immer damit zu tun, derjenige, der ihn das zeigt, der hat die Schuld. Fertig. So, jetzt warten wir eigentlich nur noch, bis das Wasser kocht und dann geht das eigentlich weiter. So, das Wasser kocht jetzt. Jetzt machen wir den Spargel ganz vorsichtig rein, Manuel. Ja. So, nimm nur 2, nicht so viel. Und nicht mit den Spitzen nach unten, immer andersrum rein. Die Spitzen ist das am empfindlichsten am ganzen Spargel. Normal kannst du auch eine Schaumkelle nehmen und das, die da rauflegen und dann rein. Und dann versuch die immer so in einer Linie zu machen. Nicht kreuz und quer, genau. Nein, so, die sind doch alle so. Ja, egal, jetzt mach rein. Genau, alles in einer Linie und dann ist gut. Ja, den stellen wir da drüben hin zum Auskühlen, der ist gut geworden. Den, dann nehmen wir dich nachher noch mit auf. So. Okay. Oh, riecht das geil. So, jetzt lassen wir das mal 3 Minuten kochen. Ich mache noch mal ganz kurz den Deckel drauf, aber nur kurz. So, jetzt wollen wir das Wasser noch einmal probieren. Ja, das ist echt, das passt. Salz ist genug, alles genug. Darf ich mal was sagen? Ja. Lassen Manuel doch auch mal einen Löffel nehmen und das Wasser probieren, damit er weiß, wie es schmecken muss. Gute Idee, sehr gute Idee. Und Bernd ist sauberen Löffel. Und Bernd auch. Sauberen Löffel. Ja, dass ihr wisst, wie es schmecken muss. Nee, hättest du jetzt nicht nehmen können, der war ja sauber, der Löffel. Maske runter, sonst kannst du nicht probieren. Gut. Der da auch nochmal? Ja, dann mach auch nochmal. Nimm dir einen sauberen Löffel. Sehr salzig. Ja, aber das soll ja, aber der ist ja nicht versalzen. Nee, es das ist nicht. Überwürzt. Und da kommt nachher noch die Spargelschale rein, die nimmt auch wieder Kraft. So. Ja, das soll ja leicht überwürzt sein. Und ihr wisst ja sowieso, dass ich immer kraftvoll koche. Ja, von Haus aus. Aber es ist versalzen, ne? Ja? Ja, nee. Aber gut gewürzt. Gut gewürzt. Wisst ihr, so sieht das auch. Bisschen süße merkst du auch? Ja, könnt ihr mal ein bisschen. Das machen wir nachher dann zum Schluss bei der Spargelsuppe. Achso, bei der Spargelsuppe, ja gut, da sage ich die Zutaten sowieso noch an. Bisschen süß, ja. Aber nachher die Suppe, so ist das gut. Ja. Der Spargel hat jetzt ungefähr 3 Minuten gekocht. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, ich sage einfach nur mal vom Zeitgefühl her. Wir haben hier auch nur noch 8 Minuten, ja gut.
Okay, jetzt stellen wir den einfach auf, machen den Deckel drauf, stellen den beiseite und lassen ihn 10 Minuten ziehen und dann holen wir ihn raus. Ja, danke. Und dann holen wir ihn raus. So, stell ihn mal einfach darüber, einfach daneben. So. Jetzt machen wir mal in der kurzen Zeit, das soll jetzt 10 Minuten ziehen. Jetzt haben wir 5,5 bis Viertel vor. Gut, machen wir eine Hollandaise. Der Spargel ist jetzt fertig, der hat 3 Minuten gekocht oder geköckelt und hat den nochmal 10 Minuten gezogen in den heißen Wasser. Den holen wir uns jetzt raus, gib mir mal einen raus und pack mal einen bitte rein, Manuel. Ne, einen ganzen. So, wenn der Spargel, also ich persönlich mache ihn knackig, wenn ihr ihn bisschen weicher mögt, müsst ihr ihn noch 2 Minuten drin lassen. Aber so könnt ihr sehen, dass er sich ganz leicht biegt und wenn ihr ihn so drückt, dass er ganz so ein bisschen so hoch kommt. Wenn er jetzt so weicher wäre, dann würdet ihr durchdrücken. Ich habe eben einen probiert, der ist super. Den packen wir jetzt ins kalte Wasser, damit der Garpunkt beendet wäre. Regie, alles in Ordnung? Gut. So, und immer versuchen, den gleichmäßig reinzupacken, damit wir nachher immer ein Ding haben. So. Dreht ihr das Fenster? So, genau. Man könnte sich den Spargel, wenn man jetzt 10, 20 Portionen macht zum Beispiel, dann könnte man sich immer den auch portionsweise binden. Das Mikro da hinten muss doch. Ach so, ja, okay. Ja, ich hoffe ja, sonst muss ich das nachsprechen. Genau. Das war jetzt wieder. Ariel 2.0. Genau, ne? Dann muss ich das wahrscheinlich wieder nachsprechen. Aber ich glaube, das war jetzt so laut, soweit ist das Mikrofon nicht weg, dass man das gehört hat. Der Spargel ist jetzt fertig. Den packen wir uns beiseite. Und dann machen wir gleich dazu noch die Kartoffel warm. Braten noch Schnitzel. Und der Schinken, den habe ich schon geschnitten. Der ist sowieso kalt, da ich ja keine Maschine habe und ich das Stück eigentlich noch hier hatte. Ich hätte ja auch Scheiben kaufen können. Aber naja, war ich nicht intelligent genug. Gut, okay. Wie gesagt, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Und jetzt machen wir ja erstmal Pause. So, weg. Wir packen jetzt den Spargel nochmal rein, den wir eben gekocht haben. So, unser Spargel ist fertig. Manuel holt ihn jetzt raus, packt ihn da auf unseren Sieb. Jetzt geht in einer Richtung und dann richten wir eigentlich nur noch an. Deswegen sollst du die mit dazu nehmen. Und dann kannst du immer noch dagegen halten ein bisschen. Genau. In einer Richtung dazu. Der Fond, in dem wir den Spargel eingelegen haben, das war, oder ihn nochmal heiß gemacht haben, das war unser Fond vom Spargel, was wir gekocht haben und auch von den Schalen. Also das wird dann die Spargelsuppe. Die lassen wir jetzt einfach nur noch einkochen. Jetzt richten wir nur noch an. So, und zwar, geh mal bitte her, das mache ich von der Seite, oder nee, lass mich mal an jetzt einmal. Das geht. Zum Anrichten gehe ich jetzt eben noch ran. Ich habe hier so einen kleinen Teller. Da packen wir die abgebrochenen Dinger rauf. Ihr könnt euch das anrichten, wie ihr wollt. Das ist einfach, geht sich einfach nur, damit ihr das alle mal seht. Gucken wir, ob das alles richtig drauf ist. So, wenn ihr pro Nase 6 Stangen macht, das reicht in der Regel, ja nicht für jedermann. Ne? So, jetzt setzen wir noch einen Grünspargel drauf, wegen der Farbe. Warm. Dann haben wir, jetzt kommt denn ein Schnitzel noch dazu. Ich mache mir natürlich, wenn ich den Teller da fertig habe, noch 3 Schnitzel drauf. Das ist ja auch klar, ne? So, das stellen wir uns jetzt beiseite. Und dann hier, da kann ich auch noch ein bisschen was drauf. So. Ich habe jetzt nur gerade keinen zweiten Teller zur Hand, deswegen fummel ich hier ein bisschen rum. So, das ist jetzt fertig. Jetzt kommt einfach nur noch die Hollandaise drüber. Dann kann Manuel jetzt von der Kresse da noch mal was abzupfen. Manuel, zupf mal was von der Kresse ab. Ja, schön Blätter. Die packst du da drauf und da drauf so ein bisschen. So, natürlich noch eine Scheibe Zitrone. So, jetzt haben wir. Ja, genau. So, da machst du noch drauf. Hier auch noch eins. So, jetzt kannst du noch mal genau da drauf gehen mit der Kamera.
So, jetzt haben wir in Zusammenarbeit mit Ilona, die die Regie geführt hat und nur immer gesagt haben, was wir falsch machen, was natürlich gut war. Unser Bernd, der eigentlich seinen Kuchen gebacken hat hauptsächlich. Und der Manuel, der natürlich wieder ganz viel Arbeit hat, aber der ist auch noch jung, ne? Gut. Okay, hat unheimlich Spaß gemacht, das zu filmen. Wir machen gleich noch die Spargelsuppe zu Ende. Hier haben wir unseren ganz normalen Spargel, einmal mit Schnitzel, einmal mit Schinken. Ich kann euch wie immer nur sagen, ach ja Freunde, gefällt euch mein Kanal, abonniert ihn, klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Und dann kann ich nur noch sagen, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen, wünsche euch euer Ariel und in diesem Fall natürlich auch Manuel, Bernd und Ilona. Und tschüss! Tschüss! Ciao.